Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Hier in unserer Gruppe, wo haben wir eigentlich 21 Uhr gleich? Mal schauen, wer hier von euch noch nachtaktiv ist und hier sich noch zuschaltet. Ich sehe es ja nicht immer, wer zugeschaltet ist. Manchmal sehe ich einfach nur, dass live welche dabei sind. Manchmal wird es mir gar nicht angezeigt hier auf dem Handy. Aber ich scheine zumindest eine sicherere, festerere Internetverbindung zu haben, als ich das gestern Abend noch hatte. Hallo liebe Margie, guten Abend. Schenk mir doch gerne mal ein Herzchen oder einen Daumen hoch, dass ich weiß, ob ich hier gut zu sehen und zu hören bin, ob die Verbindung klappt. Ich wollte mit dir mal über die Sternenkonstellation sprechen, um deinen Seelenplan zu entdecken. Wie klingt das? Nee, jetzt mal ernsthaft. Ich wollte mal mit dir drüber sprechen, weil ich so merke, dass das so ein Thema ist, das so ein bisschen aufkommt. Ist es wirklich möglich, in 4 Wochen seinen Seelenplan zu haben? Und da gibt es eigentlich nur eine Antwort drauf. Ja, es ist möglich. Ja, es ist möglich. Aber natürlich kann ich dir nur die Anleitung liefern und umsetzen darfst du natürlich selbst. Es ist wie bei einem Kuchenrezept. Wenn ich dir ein Kuchenrezept gebe mit genau den Zutaten, die du brauchst, und wenn du hingehst und dieses Kuchenrezept genauso zusammenrührst, wie ich dir das sage, oder jemand anderes, der dir das Kuchenrezept eben gibt, und du genau die Zutaten verwendest in der Reihenfolge und den Kuchen genauso abbackst, wie das vom Rezept her vorgesehen ist, was bekommst du dann raus? Wenn es ein Marmorkuchenrezept ist, wahrscheinlich den Marmorkuchen, eher keine Schwarzwälder Kirschtorte. Und so ist es auch wenn es vielleicht so für den Kopf ein bisschen seltsam klingt, in 4 Wochen den Seelenplan zu entdecken. Das funktioniert, wenn man es wirklich möchte. Sonst würde ich das ja auch hier nicht anbieten, dass das dieses Speed-Programm, das ich da am Samstag starte, wo es wirklich darum geht, dass du bzw. die Teilnehmer, die dabei sind, das ist ja nur eine kleine elitäre Gruppe von maximal 20 Teilnehmern, damit ich auch jeden noch individuell betreuen kann, dass du wirklich deinen Seelenplan entdeckt hast. Am 30. November. Dabei geht es um dieses, darum geht es bei diesem Speed-Programm. Und man kann natürlich in allen Bereichen seines Lebens, man kann natürlich ewig, ich sag mal, da rumdümpeln und noch nach der Sternenkonstellation fragen oder noch Aufstellungsarbeit machen oder noch das Astrologie-Orakel befragen oder keine Ahnung was, irgendwie noch innere Kindarbeit machen oder erstmal noch dies und jenes und das machen. Das kann man alles. Ja. Aber man muss es nicht. Es darf auch einfach und leicht sein. Es darf auch wirklich einfach und leicht sein. Wir haben nur so viele Prägungen in uns. Und vielleicht kennst du das auch, so die Denke, wenn es so leicht wäre, wenn es so einfach wäre, dann würden es ja alle machen. Wir zweifeln und bezweifeln nicht nur unsere eigene Größe, deren wir uns überhaupt nicht bewusst sind, sondern wir zweifeln auch, dass es wirklich auch mal einfach und leicht gehen kann, dass es nicht immer darum gehen muss, weil man vielleicht auch selbst schon ewig da auf der Suche ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange du jetzt gerade hier schon in der Gruppe bist und wie lange du schon auf der Suche bist nach deinem Seelenplan und wie lange oder wie viel du auch schon versucht hast. Vielleicht hast du ja auch schon so etliches versucht und hast schon keine Ahnung was gemacht, auch in der Richtung schon Kurse belegt oder Aufstellungsarbeit gemacht oder irgendwelche Botschaften zu dir fließen lassen oder was auch immer. Und hast trotzdem das Gefühl, du gehst einen Schritt vor und zwei zurück. Es ist immer noch nicht greifbar. Und das sind dann so die Dinge, aufgrund vergangener Erfahrungen knüpfen wir dann dran an und denken, ja, so einfach kann es doch jetzt nicht sein.
Und jetzt fühl mal hinein, fühl mal hinein. Stell dir mal vor, du bist jetzt noch auf der Suche, so dein Ding zu finden, deinen Seelenplan, so dieses unsichtbare Paket, das wir ja alle mitgebracht haben, warum wir alle hier sind, das dann aber irgendwann verschüttet wurde aufgrund verschiedener Gegebenheiten. Jetzt stell dir mal vor, du triffst heute die Entscheidung, ja, ich committe mich jetzt dazu, in 4 Wochen, ich wollte jetzt am 30. November sagen, geht auch, ist ja das Datum, in 4 Wochen, also am 30. November, meinen Seelenplan entdeckt zu haben. Und jetzt fühl mal bitte hinein, wenn du noch in diesem Jahr jetzt deinen Seelenplan entdeckst und denk mal ein Jahr weiter. Wenn du in einem Jahr zurückblickst auf den 30. November und du hast deinen Seelenplan da entdeckt, wie fühlt sich das für dich an? Fühlt sich das so an, dass das dein Herz zum Hüpfen bringt? Oder wenn du aufgrund verschiedener Gegebenheiten, Verletzungen, was auch immer, wenig Kontakt zu deinem Herzen hast, den Fall habe ich auch immer mal wieder, kenne ich sehr gut auch aus der Praxis, dann frag dich mal, fühlt sich das eher leicht und weit an oder ist da eher so eine Enge da? Fühl mal in die Richtung hinein. Stell dir vor, du hast in 4 Wochen deinen Seelenplan entdeckt. Du weißt genau, warum du hier bist, was deine jetzige Lebensaufgabe ist, die deinem Seelenplan entspricht, die gelebt werden möchte, die ja ans Tageslicht kommen möchte. Und jetzt stell dir mal vor, Oktober 2020, geh mal gedanklich dahin. Wie fühlt sich das an, wenn du da zurückblickst und du deinen Seelenplan jetzt entdeckt hast? Macht's das weit? Hüpft dein Herz da vor Freude? Fühlt sich das grundsätzlich gut an oder tendenziell gut an? Wie fühlt sich das an? Und jetzt geh mal auch in den Oktober 2020. Und jetzt stell dir mal vor, du bist im Oktober 2020 noch am gleichen Standpunkt wie jetzt, also immer noch auf der Suche nach deinem Seelenplan, nach deinem Ding, nach deinem Herzensthema, nach deinem Herzensweg. Wie fühlt sich das an, wenn du in einem Jahr immer noch auf der Suche nach deinem Seelenplan bist? Was sagt dein Herz dazu? Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das eher einengend an? Einschränkend? Fühlt sich das schwer an? Hallo liebe Karin, wie fühlt sich das an? Das sind zum Beispiel solche Dinge, die ich gerne mache, wenn auch ich so vor einer Entscheidung stehe irgendwie. Ich bekomme ein Angebot, einen Kurs, eine Weiterbildung zu belegen oder einen neuen Mentor an meine Seite zu nehmen, was auch immer. Ich fühle hinein und frage mich, wenn ich das jetzt mache, wie schaut mein Leben dann in einem Jahr aus? Bin ich da einen entscheidenden Schritt weitergekommen? Hallo liebe Diane. Oder wie fühlt es sich denn an, wenn ich ein Jahr vordenke und ich habe das jetzt nicht gemacht. Ich habe diese Chance nicht ergriffen. Und wenn ich da grundsätzlich auf mein Herz lausche und mein Herz vor Freude hüpft und ich ansatzweise das Gefühl habe, das bringt Weite rein, dann weiß ich immer, dass das die richtige Entscheidung für mich ist, jetzt zu gehen. Und natürlich kommen da auch manchmal Ängste auf, dann wirklich die Komfortzone zu verlassen. Natürlich kommen manchmal Gedanken auf, schaffe ich das jetzt auch zeitlich? Ist das nicht too much? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Das sind so die Dinge, die der Kopf einem sagt. Oder man kommt auf die Idee zu denken, was ist, wenn es nicht funktioniert? Oder
Ja, man hat grundsätzlich so Angst vor dem Scheitern, dass es einfach nicht funktioniert. Das sind alles Dinge, die unser süßes Köpfchen denkt, weil unser Kopf, der Denker, der setzt dann an frühere Gegebenheiten an, wo wir vielleicht schon was probiert haben, wo wir vielleicht schon Aufstellungsarbeit gemacht haben oder wirklich die Sterne befragt haben mit einer Astrologin oder ja, was auch immer. Und dann denken wir im Nachhinein oftmals, du kennst das bestimmt auch, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört, hätte ich doch nur auf mein Herz gelauscht. Also, meine Liebe, wenn du jetzt so ansatzweise wirklich in dir findest, ich will jetzt meinen Seelenplan entdecken, ich will jetzt wissen, warum ich hier bin auf der Erde, ich will wissen, was der Sinn meines Lebens ist, meines Daseins ist hier, ich bin es jetzt leid, immer so das Gefühl zu haben, nicht weiterzukommen, immer auf der Suche zu sein. Oder das war bei mir früher so. Ich habe mich auch teilweise so getrieben gefühlt, weil ich einfach auf der Suche war. Ich wusste zwar oft nicht so richtig, was ich eigentlich suche, aber irgendwas war in mir so eine Instanz, die mich einfach hat suchen lassen und die mich so getrieben hat, nach was zu suchen, wo ich oftmals auch selbst gar nicht wusste, was ist das? Oder vor allem, wenn ich mittags nach Hause gekommen bin, so vom Büro, ich habe mich so frustriert und unbefriedigt gefühlt, wo ich rein vom Kopf her dachte, eigentlich doch gar kein Grund dazu. Das sind so die Dinge, wo einfach so das Herz, die Seele mit mir gesprochen haben und mir damit einfach die Botschaft sagen wollte, näher bringen wollte, hey, jetzt entdeck doch mal dein Potenzial. Vielleicht kennst du diese Gefühle, so des Getriebenseins oder so dieser inneren Unzufriedenheit mit dem, was du gerade machst. Und wenn du jetzt noch unschlüssig bist, ob du jetzt am Samstag mit mir da durchstartest und wirklich in 4 Wochen deinen Seelenplan hast, in der Tasche hast, das ist mein Commitment an dich, das ist mein Versprechen an dich, aber natürlich nur, wenn du das dann natürlich auch umsetzt, was ich dir da liefere. Also nur ins Programm reinkommen und 4 Wochen dabei sein, das kann natürlich nicht funktionieren, sondern du solltest schon jeden Tag so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit einplanen, weil es ist ein Speed-Programm und ja, du wirst da schon an der Hand genommen und mein Versprechen ist es, wenn du die Dinge umsetzt, dann wirst du am 30. deinen Seelenplan haben. Also wenn du da jetzt noch so ein bisschen am Zweifeln bist und überlegst, soll ich nicht, dann fühl doch einfach mal hinein. Ein Jahr später, wie fühlt sich das an, wenn du zurückblickst, jetzt die Entscheidung getroffen hast, deinen Seelenplan wirklich jetzt entdeckst? Oder wie fühlt es sich an, wenn du jetzt weiter suchst, einfach nur vielleicht mich beobachtest oder andere beobachtest hier, wie sie ihren Weg schon gehen, wie sie ja schon erste Erfolge einfach hier zum Beispiel auch posten oder in ihren Gruppen posten oder wo auch immer. Und das sind dann so die Momente, wo wir oftmals denken, ja, hätte ich doch nur. Ne? Da wo wir dann merken, wir haben eine Schleife gedreht. Ich kenne das alles nur zu gut aus meinem früheren Leben. Also, wenn du auch noch weitere Fragen hast, dann kommentiere hier gerne unter dem Video mit ja, ich will, ich habe noch Fragen. Dann bekommst du über einen Facebook Messenger von mir einen Link zu einer Plattform, die nennt sich Zoom. Und dann stehe ich dir da gerne am Donnerstagabend um 20 Uhr nochmal Rede und Antwort. Das ist nicht offiziell hier in der Gruppe, sondern das ist ein kleiner geschützter Raum, wo du ganz offen und ehrlich noch Fragen stellen kannst, wo wir darauf eingehen. Und lass uns da dann noch mal im Detail drüber sprechen. Okay? Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, noch die nächsten 2 Tage, wenn du sagst, würde gerne noch vor Donnerstagabend oder Donnerstagabend passt bei dir nicht, mit mir sprechen. Ich habe da extra Zeiträume eingeplant. Den Link poste ich dir auch gleich rein.
dann ja, bewirb dich da um einen Platz, um am Samstag durchzustarten. Aber wir sprechen da auf jeden Fall auch nochmal zuerst miteinander persönlich, dann in dem Fall unter vier Augen, um da wirklich nochmal Klarheit zu schaffen, dass wir auch eben herausfinden, dass du wirklich willst, dass du dich wirklich auch committest und sagst, okay, ich räume die Zeiträume ein jetzt im November, weil ich am 30. wirklich meinen Seelenplan entdeckt haben möchte. Okay, stell dir mal vor, was das alles mit deinem Leben macht, wenn du jetzt wirklich so die letzten beiden Monate hier dazu nutzt, den Grundstein zu legen, um dann im neuen Jahr durchzustarten. Wie schaut es dann mit deiner Gesundheit aus? Wie schaut es beruflich aus, mit beruflichen Themen? Wie schaut es mit deiner Partnerschaft aus? Denn letzten Endes, wenn du deinen Seelenplan entdeckt hast, schau mal, in was für ein energetisches Statement dich das bringt. Wenn du weißt, warum du hier bist, wenn du weißt, wo der Weg hingeht, wenn du weißt, was dein Herzensweg ist, wie stehst du dann morgens auf? Freust du dich auf den Tag? Freust du dich auf eine andere Art und Weise auf den Tag? Weil du weißt, was dein Ding ist. Wie gehst du abends zu Bett? Findest du dann in einen anderen Schlaf, weil du abends zufrieden zu Bett gehst und dir auf die Schulter klopfst und weißt, warum du hier bist? Und beginnst mehr und mehr die Dinge umzusetzen und dich auf deinem Herzensweg einfach befindest. Fühl da mal hinein, was sich da alles für dich verändert. Geh gerne auch mal mit dir selbst so ein bisschen ins Brainstorming. Schreib mal auf, was sich alles für dich verändert, wenn du weißt, warum du hier bist, was deiner Seelenaufgabe jetzt entspricht und wenn du dafür gehst. Wie dein Traumleben dann nach deinem Herzen ausschaut, schreib dir das mal auf. Und dann fühl mal hinein. Und dann lass uns gerne unter vier Augen entweder sprechen die nächsten beiden Tage oder Donnerstagabend. In dem Falle, wenn du um 20 Uhr Zeit hast, dann schreib hier gerne ins Kommentarfeld rein. Ja, ich will, ich habe noch Fragen. Und dann bekommst du per Facebook Messenger einen Link zu einer Plattform, wo wir uns dann eben in einer kleinen Gruppe sehen und ich da auch nochmal die Rede und Antwort stehe. Okay? Und dann lass uns einfach durchstarten. Wenn es passt, das finden wir dann heraus. Mein Commitment an dich, wenn du dabei bist, wenn du in dieser kleinen elitären Gruppe von maximal 20 Personen dabei bist, hast du am 30. November deinen Plan stehen. Also meine Liebe, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Geh mal ins Brainstorming mit dir jetzt und schreib mal auf, was sich alles in deinem Leben verändern kann, wenn du jetzt wirklich entdeckst, was dein Ding ist, was deine Aufgabe hier ist, was der Sinn deines Lebens ist und du so deinen Seelenplan entdeckst. Und dann schau mal, was das mit dir macht, was dein Herz, deine Seele dazu sagen, welche Impulse sie dir dazu schenken. Okay? Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, freue mich auf dich. Bis dahin, ciao, ciao.